Fliesen bekennen Farbe. Farbe, Dekore, Strukturen, Effekte. Die diesjährige Sevisama in Valencia schließt heute ihre Pforten und zeigte an 5 Tagen eindrucksvoll, wohin die keramische Reise 2022 geht. Die spanischen Hersteller setzen auf Farbe, speziell auf blaue, grüne oder warme Rottöne. Florale Muster, metallische Oberflächen, Marmoroptiken, 3D-Effekte und ausgefallene Dekore. Weitere Infos dazu gibt's in der Ausgabe 5/2023 von Fliesen und Platten sowie auf unserer Internetseite. Fachverlage unter einem Dach. Unter dem Motto Hashtag RM besser zusammen bündelt die Kölner Rudolf Müller Mediengruppe ab dem 1. April 2023 ihre 6 bislang rechtlich eigenständigen Fachverlage zu einem Unternehmen, der RM Rudolf Müller Medien GmbH und Co. KG. Ziel ist es, das Gesamtunternehmen mit dem Markenversprechen besser planen, besser bauen, besser handeln, optimal auf den Markt und auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Zweimal Happy Birthday. 80 Jahre jung wurde am 19. Februar ZDB-Ehrenpräsident Hans Hartwig Löwenstein. Der Hesse war von 2006 bis 2018 Präsident des Zentralverbandes und stand von 2001 bis 2007 an der Spitze des Hessischen Verbands Baugewerblicher Unternehmer. Ebenfalls im Februar feierte Günther Marksteiner seinen 75. Geburtstag. Der ehemalige Landesfachgruppenleiter Fliesen und Naturstein ist seit über 37 Jahren öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegegewerbe. Die Redaktion Fliesen und Platten wünscht beiden nachträglich alles Gute. Arbeitsmarkt bleibt relativ stabil. Im Februar ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland gegenüber dem Vormonat lediglich geringfügig gestiegen, und zwar von 4.000 auf 2.620.000. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist die Arbeitslosenzahl jedoch um 192.000 höher. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Januar bei 5,7%. Und zum Abschluss wieder unser Obst der Woche. Bei unserem Platz 3 handelt es sich um das Motiv Faust aufs Auge. Das Werbeschild für einen südfranzösischen Baumarkt passt wie diese auf eine verfallene Hausruine. Knapp dahinter das Modell Resterampe. Für ein Badezimmer in einem Hotel am Chiemsee wurde wohl alles verwendet, was noch nicht verbaut war. Klarer Gewinner ist aber ein Boden aus einem Hotel in Prag. Wir nennen das Kunstwerk Weißer Fleck. Wenn ihr bei eurer Arbeit ähnlichen Highlights begegnet, egal ob auf der Baustelle oder im Büro, schickt sie uns gerne zu an die Redaktion Fliesen und Platten beim Rudolf Müller Verlag.